Hallo und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von Küchengeflüster. Es freut mich, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben und wir begrüßen heute Jule Lumma und Oliver Pfundheller vom Verband der christlichen Pfadfinder. Hallo. 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 Ihr habt uns ein tolles Rezept mitgebracht. Erzählt mal unseren Zuschauern, was heute gekocht wird. Ja, heute gibt es einen Hackfleisch-Eintopf, was man gut auf Fahrten und Lager kochen kann. Und dazu machen wir einen Salat und es gibt noch ein bisschen Baguette dazu. Okay, und du erklärst den Zuschauern, was wir dazu alles brauchen. Genau, also wir blenden das dann für die Zuschauer ein. Zum Hackfleisch-Eintopf brauchen wir natürlich Hackfleisch primär, das ist wahrscheinlich im Kühlschrank. Genau. Dann haben wir die gute Pfälzer Krummbeeren hier, wir haben Tomaten da, Lauch natürlich, Zwiebeln und Knoblauch und wir haben hier noch ein bisschen Senf zum Pushen und Schmand steht nebendran, den kann man am Schluss einfach oben drauf machen oder nebendran stellen, zum selber würzen so ein bisschen, ja, und Salat natürlich. Genau. Okay, ihr beide seid Bundesvorsitzende vom Pfadfinder, vom Verband christlicher Pfadfinder, aber ihr teilt euch diese Position zu dritt, ist das richtig? Genau, es gibt noch einen dritten im Bunde. Okay. Genau. Thomas ist noch dabei und ja, wir teilen uns also auch die Aufgaben so ein bisschen, damit jeder so, auch zurechtkommt und nebenher noch seinem eigenen Job nachgehen kann. Weil es natürlich auch ein zeitintensives Hobby ist. Genau, es ist ein Ehrenamt und viel zu tun und von daher teilen wir uns das ein bisschen auf. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal an zu kochen. Genau. Und wir werden dann später noch genug Zeit haben, ein bisschen über die Pfadfinder zu erzählen. Ich habe für euch Schürzen mitgebracht. Danke. Wunderbar. Sehr. Danke. Und es ist bei uns immer so, dass ich quasi der Assistent bin und ihr seid die Chefköche. Das heißt, ihr dürft mir sagen, was ihr braucht, was gerade fehlt. Und ich werde euch dann assistieren. Gut. Ja, wunderbar. Dann legen wir da los. Mit was fangen wir denn an? Also es bietet sich an, erstmal die Kartoffeln zu schälen, die Zwiebeln zu schneiden, Knoblauch zu pressen und so ein paar Schnippelarbeiten zu machen. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir doch mit den Kartoffeln an. Genau. Ein Brettchen, ein Messer. Wir haben hier Bretter und Messer sind dort, genau. Und ich habe aber hier auch so Gemüseschäler in mehrfacher Ausfertigung. Es darf jeder das Instrument benutzen, was ihm am besten in der Hand liegt. Und gut, die Kartoffeln können wir dann vielleicht einfach hier reinmachen. Willst du die schon mal waschen? Dann ja. Wusste ich mich schon mal mit meinem Lieblingsschäler aus. Ja, Oliver, im Vorgespräch haben wir uns darauf geeinigt, dass ich deinen Spitznamen verwenden soll. Der ist Speedo. Vielleicht erklärst du kurz, was es damit auf sich hat. Ja, beim Pfadfinden ist es so, dass es oft Spitznamen gibt oder Fahrtennamen, wie wir dazu sagen. Die kommen meistens auch nicht immer durch Eigenwillen der Person, sondern entstehen so aus der Systematik heraus. Und bei mir war das Speedo. Liegt so ein bisschen daran, dass ich in Schottland vor ein paar Jahren auf dem Sommerlager so eine Speedo-Schwimmbrille bei mir trug und das hat sich dann so eingebürgert, also nicht so, dass ich das wollte. Und dann kriegt man die Namen meistens auch nicht mehr los. Okay. Und so hat jeder seinen Fahrtnamen dabei und das kann ganz unterschiedlich sein. Und so kennt man sich auch bei den Pfadfindern und ruft sich auch. Und es ist dann ganz normal, dass man so das angesprochen heißt, wird. Ich kann froh sein, dass du gerade hier reingekommen bist, als ich dich als Oliver aufgerufen habe. Richtig, also normal ist es wirklich so, dass die Leute auch so anrufen, auch bei meinen Eltern, und die dann gar nicht wissen, wer dann gerade gemeint ist, oder am Anfang jedenfalls, okay, oder sie nicht wissen, wie ich wirklich heiße. Das ist dann, weil das einfach so drin ist. Okay, also wir werden das dann auch in der Namenseinblendung entsprechend so machen, dass es für alle klar ist. Alles klar, okay. Gut, dann ja, ihr könnt schon mal anfangen. Ja, wir fangen schon mal an. Ich organisiere uns noch eine weitere Schüssel. Dann machen wir vielleicht die Kartoffeln doch hier rein und benutzen das für den Biomüll. Wenn der Schäler nicht so gut funktioniert, doch, der ist gut, besser. Ich teste mich auch gern durch. Oh ja. Sag ich doch. Das ist der neue, extra gekauft, nachdem in der letzten Sendung beim Spargelschälen festgestellt wurde, dass es einen guten und einen schlechten gibt. Gibt es jetzt noch einen guten dazu? Gibt es jetzt zwei gute. So rum wollte man es machen. Schön auch. Ja, ich nutze vielleicht an der Stelle schon mal die Gelegenheit, wieder ein paar Hinweise für unsere Zuschauer zu geben. Wir freuen uns natürlich jederzeit, wenn auch Zuschauer hier zu uns ins Küchenstudio kommen. Wir sind hier in der Küchenwelt Neustadt von Strohmeier-Gilb. Und Zuschauer, die hier bei unserer Produktion live dabei sein wollen, sind natürlich jederzeit gerne willkommen. Die Termine sind jeweils auf unserer Facebook-Seite unter www.facebook.de/Kochsendung veröffentlicht. Und der E-Mail-Kontakt wäre küchengeflüster@ok-weinstraße.de und dort kann man natürlich Plätze reservieren, sodass dann für die Reservierten Gäste schon in der ersten Reihe ein Platz zur Verfügung steht und optimale Sicht auf unsere Monitore und unsere Küche gewährleistet ist. Es sind ja immer wieder Studiogäste hier und wir freuen uns natürlich, dass das so genutzt wird. Aber es gibt immer noch Leute, die sich noch nicht getraut haben, die dann aber ab und zu ein E-Mail-Feedback geben. Darüber freuen wir uns natürlich auch. Und ja, deshalb erzähle ich das in jeder Sendung, dass man die Möglichkeit hat, hier auch live dabei zu sein. Dann darf man natürlich auch probieren. Das ist der Vorteil, wenn man hierher kommt. Die anderen sehen das nur zu Hause am Fernseher oder später im Internet über unsere Mediathek. Und tja, die haben dann eben nicht diesen Vorteil, dass sie es versuchen können. Jule, die Kartoffeln gehen aus hier. Ja. Sehr gut. Das geht doch ganz fix eigentlich. Na, ich habe noch ein bisschen was. Jule, magst du die vielleicht schon mal klein schneiden? Die werden ja sicher klein geschnitten, oder? Ja, genau. Die werden einmal gewürfelt und dann daneben habe ich ein Brett und Messer hast du ja schon gefunden. Woher kennst du dich eigentlich in der Küche so gut aus? Immer alles an der gleichen Stelle. Noch nie hat ein Gast instinktiv die Messer gefunden. Ich finde, die sind genau an der falschen Stelle. Eigentlich müssen die in der Schublade da rechts neben dir sein. Nicht? Das sind auch nur meine Schäler, die ich immer mitbringe. Mhm. Ja, das ist, fand ich jetzt irgendwie beeindruckend. Die Zuschauer denken das bestimmt, wir haben das vorher abgesprochen, aber es war nicht so. Naja, so viel Schubladen standen mir jetzt auch nicht zur Auswahl, von daher auf gut Glück. Glücksgriff. So. Ja, erzählt mal, wie seid ihr denn zu den Pfadfindern gekommen? Speedo vielleicht. Also normal fängt man das ganz klassisch an, das heißt im Kindesalter oder als Jugendlicher, bei mir war es mit 13, 14, durch einen Freund, das ist so das Typische, der gesagt hat, komm, hast du nicht mal Lust mitzukommen? Das war damals eine Siedlung, also so nennen wir die kleineren Gruppierungen vor Ort in Deidesheim. Und war das eher spät oder war das so das normale Einstiegs-, das Durchschnittseinstiegsalter? Okay, das hier, die dunklen Stellen weg. Das ist, also normalerweise fängt man mit, als Kind an, also mit 7, 8 so in der Ecke. Das ist so, aber es gibt genauso viele Leute, die irgendwie mit 13, 14 anfangen. Das ist dann bei uns die Pfadfinderstufe, also die zweite Stufe. Und es ist deswegen kein Quereinsteiger oder so, sondern kann es auch ohne Probleme, wenn eine Gruppe vor Ort da ist, die frei ist oder gerade Plätze hat oder ausschreibt, ist gar kein Problem. Die Plätze hat, heißt die Gruppen sind von der Größe her begrenzt? Ja, also wir leben so ein bisschen nach dem Prinzip der kleinen Gruppe. Also die Gruppen sollen eigentlich nicht weit über 10 Leute sein, weil es sonst einfach schwierig ist, die auch zu managen. Unsere Gruppenleiter sind meistens eher ein bisschen jünger. Also wir leben so ein bisschen nach dem Prinzip Jugend führt Jugend. Also im Schnitt sind die 16, 17, gehen auf die Kurse bei uns. Also da werden die extra geteamt für, was Finanzen, Aufsichtspflichten, sowas alles angeht. Und dann ist 10 ungefähr auch eine gute Gruppengröße, damit man den auch irgendwie weg kann und was unternehmen kann. Und dass man noch Herr der Lage ist. Ganz genau. Weil man mit 16, 17 mal kurz irgendwie 8, 9 Jungs unter sich ist auch eine Aufgabe schon. Das kennt jeder, der irgendwas mit Jugendarbeit zu tun hat. Der kennt diese Herausforderung. Allerdings, ja. Und da ist so ein Wochenendfahrt manchmal auch ganz schön, wenn es am Sonntag zu Ende ist. Gerade so am Anfang jedenfalls, wenn man die Leute noch nicht so kennt. Klar. Ja, das spielt sich ja ein. Genau, wenn man die über ein paar Fahrten oder ein paar Lager hat und dann ist die Gruppe auch in sich so ein bisschen eingeschworen und dann geht das eigentlich immer ganz gut. Und wie war das bei dir, Jule? Also ganz ähnlich. Ich bin auch mit 13 war es, glaube ich, gestartet, weil eine Freundin mich mitgenommen hat. Die hat immer viel davon erzählt. Das klang irgendwie ganz spannend und interessant. Und von daher bin ich dann mal mit zu einer Gruppenstunde und fand das super. Da waren noch mehr Freundinnen gewesen und so dann dabei geblieben. Okay. Und wie fängt es denn an? Ihr habt es erzählt, ihr habt irgendwann angefangen und seid zu so einer Gruppenstunde mitgegangen. Wie kann ich mir das vorstellen? Was macht ihr mit den ganz jungen Pfadfindern? Oder heißen die überhaupt schon Pfadfinder? Ja, also die, ich sage mal, ab 7-Jährigen, das sind quasi die in der Kinderstufe, die heißen bei uns auch Wölflinge. Einfach so von der Idee her, weil die Spielidee quasi das Dschungelbuch ist und das danach benannt ist. Und da steht halt das Spielen und das spielerische Lernen einfach im Vordergrund. Hast du noch ein schärferes Messer? Dann würde ich einfach mitschneiden schon mal. Hier, guck mal, noch eins. Ah, nehm ich das. Ich habe hier eins, das schneidet aber alles, auch Haut und Knochen. Ah, super. Ja, und umso älter man wird, umso vielfältiger werden dann auch nochmal die Sachen. Also gerade so in dem Alter 13, 14, da lernt man dann auch, wie man die Zelte aufbaut. Die nennen sich bei uns Koten, das sind solche schwarzen Zelte. Man lernt, wie man sich orientieren kann, was man denn so alles braucht. Und umso älter man wird, umso vielfältiger werden die Sachen, die man machen kann. Also gerade so 17, 18, da sind dann oft auch Projekte, die man sich vornimmt und die man dann eigenverantwortlich umsetzt. Also alles mit dabei. Das Interessante bei den Älteren ist auch besonders, dass wir, also Pfadfinderei ist ja auch international, also es gibt ja in fast allen Ländern Pfadfinder, dass so älter man wird, also in die Ranger-Rover-Stufe, das ist so ab 16, dass natürlich da auch internationale Begegnungen dazukommen. Mhm. Also nicht nur in Deutschland mal unterwegs ist, sondern auch irgendwie im nahen europäischen Ausland oder sogar über See. Und im Vorgespräch habt ihr mir erzählt, dass ihr beide bei einem, das habe ich vergessen, bei so einem schottischen Event tätig wart. Du hast da was mit Schweden war das, ach, genau. Schweden, okay. Genau, das waren Weltpfadfindertreffen. Also Jamboree nennen wir das. Ein Treffen, wo eben aus aller Welt Pfadfinder zusammenkommen und okay. Wo man so ein bisschen die Internationalität ganz gut erleben kann. Und das ist schon beeindruckend. Wie kann ich mir das vorstellen von der Personenzahl her? Also im Schnitt sind es ungefähr um die 45.000. die auf einem Platz zusammenkommen, und das ist meistens ein 45.000 auf einem Platz. Auf einem Platz. Und das ist meistens, also kein Lagerplatz der Welt kann das einfach so stemmen. Ja. Das heißt, es sind meistens Plätze, die dafür nicht ausgelegt sind. Das heißt, das heißt, es ist so, dass dann für diese 10 Tage ist es meistens, oder 8 Tage, dass dann eine komplette Stadt entstehen muss. Mit Infrastruktur, okay. Krankenhaus und Verpflegungs. Ja, Einheiten, also wir so Supermärkte, wo dann diese Trupps, die Lager selber einkaufen gehen können quasi und sich ja verpflegen können. Und ich meine, das ist halt schon ein Wahnsinnsgefühl, wenn man in so einer riesigen Menschenmenge steht. Mehr als die Hälfte ist ja drin. Okay. Ja, belustigt du nur unsere Zuschauer hier. Ja. Jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Es entstehen ganze Städte mit Supermarkt und Krankenhaus. Genau. Das ist das Letzte, was vor der Kartoffelaktion passiert ist. Es ist so, dass man muss sich als Land dafür auch bewerben, für so eine Veranstaltung, das ausrichten zu dürfen. Und bis so was entsteht, es gehen auch bis zu 8 Jahren Planungsphase ins Land. Das heißt, es wird jetzt schon für viele Jahre in der Zukunft geplant. Ja, genau. Also jetzt war Schweden 2011, das nächste ist in Japan. 2015, und danach ist es USA-Mexiko, eine Kooperation mit beiden, und ja, also die stehen schon mal fest. Und dann wie wird das finanziert? Also ich meine, das sind ja oft wirklich Kids, die können sich das ja nicht einfach so leisten, dafür viel Geld diese Reise zu machen, zu einem internationalen Treffen. Also für einen deutschen Teilnehmer ist das natürlich schon relativ teuer, weil das Prinzip quasi so ist, dass Teilnehmer aus reicheren Ländern quasi die mitfinanzieren, die beispielsweise aus Entwicklungsländern oder sowas kommen, und sich das dann der Teilnehmerbeitrag einfach danach richtet. Und wir versuchen halt mit den Teilnehmern im Vorfeld, also jetzt starten auch schon die Vorbereitungen für Japan beispielsweise, das so zu organisieren, dass die Gruppen dann Kuchen verkaufen, Flohmärkte organisieren, Sponsoren sich suchen, damit der Teilnehmerbeitrag auch ein bisschen gesenkt wird. Genau, da gibt es ganz viele Sachen, also Spendenlauf, und oft gibt es vor Ort noch Sachen wie Altpapiersammlungen oder sowas, die man nutzen kann. Und versucht so halt, es ist ja, also die Vorbereitungszeit so einem Trupp, wie wir das nennen, so eine Einheit, die da hinfährt, sind bis zu 3 Jahren auch oder 2,5. Und in der Zeit haben die halt auch Möglichkeiten, sich kennenzulernen, weil die Trupps kommen nicht immer aus einem Ort, sondern meistens aus Rheinland-Pfalz zum Beispiel 2, 3. Und dann müssen die sich natürlich auch kennenlernen, sich darauf einstellen, weil das ist schon ein riesen Informationsflug ist mit so vielen verschiedenen Ländern und Kulturen und auch Religionen. Und dann haben die natürlich auch Zeit, sich vorzubereiten, wie können wir an finanzielle Mittel so ein bisschen ran, wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Und das klappt eigentlich immer ganz gut mit dem Vorlauf, den man dann hat. Ja, es ist ja ein Weilchen Zeit, ja. Richtig, ja, aber das braucht man auch. So. So, mit was machen wir weiter? Wir schütten da mal ein bisschen Wasser an. Du wolltest die Zwiebeln schälen, oder? War das nicht so? Ja, ich mach schon mal hier unsere Dunsterzughaube an, weil nicht, dass wir hier kollektiv zu weinen anfangen. Also ich glaube, ich würde mich schon mal um den Salat kümmern hier. Das ist doch mal was. Und dann Bereit mal die Zwiebeln vor. Wichtig ist nur, dass ihr das da vorne immer schön so macht, dass die Zuschauer zuschauen können. Salat putzen ist eh nicht so spannend. Insofern. Du willst nur keine Zwiebeln schneiden, ne? Ja, wahrscheinlich. Gibt es denn noch ein Gefäß für Bio? Oder? Ja, wunderbar. Nach Zwiebeln tut es sich aber schwer hier. Es gibt mehrere Gefäße für Bio. Was ist so euer aktuelles Projekt? Viele verschiedene. Also du bist so die Pressefrau, habe ich vom Vorgespräch in Erinnerung. Ja, also beruflich auf jeden Fall. Und bei den Pfadfindern, klar, kümmere ich mich auch so ein bisschen darum. Aber wir haben ganz viele verschiedene Aufgaben. Also sei es von dem Schulungsbereich, über Veranstaltungen, über Vertretung in irgendwelchen Gremien, also es ist ganz unterschiedlich. Wir sind ja Gott sei Dank auch nicht alleine, also wir haben ja um uns herum noch eine Bundesleitung, das heißt ganz viele Referate, die sich um verschiedene spezielle Sachen kümmern. Zum Beispiel um Stufen oder um Finanzen haben wir jemanden, das heißt, das müssen wir auch nicht alles allein entscheiden, sondern haben da Fachfrauen, Fachmänner für. Ja, das ist ja in jedem Verein auch so, weil es kann ja keiner alleine stimmen. Genau. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, ich bin Vorsitzender vom Landesverband der offenen Kanäle und das ist nur Rheinland-Pfalz weit. Das heißt, schon hier fahren wir ständig durch ganz Rheinland-Pfalz, um uns zu sehen. Wie macht ihr das im Bundesverband? Ja, also die Mitglieder unserer Bundesleitung kommen quasi auch von Dresden bis Sonthofen. Was ganz im Süden ist. Ja. Deutschland quasi. Und wir haben festgelegte Treffen im Jahr, wo wir uns ein ganzes Wochenende treffen, und zwar in Kassel. Da ist quasi unsere Zentrale. Ist es schon immer so oder habt ihr das für euch definiert, weil es strategisch für alle günstig war zum Anreisen? Nee, das ist schon immer so und kommt, glaube ich, auch daher, dass Kassel ja in der Mitte Deutschlands liegt und mit dem Zug eigentlich auch von fast überall ganz gut erreichbar ist. Dann gibt es noch eine Burg Rieneck, wo wir ganz oft sind. Das ist quasi so im Spessart. Da finden ganz viele Arbeitstagungen statt, also beispielsweise mit den Arbeitsgruppen, die wir auf Bundesebene noch so haben. Das heißt aber, dass das alles neben eurer Arbeit bei eurer lokalen Organisation. Ich wollte schon vielleicht Zewa. Zewa ist hier rechts. Noch nicht, ich halte es noch aus. Ja, die Arbeit in der Ortsgruppe, die kommt da eher zu kurz. Also da ist man ehrlich gesagt nicht mehr groß aktiv mit drin. Also die machen, also die haben auch Leute, auch junge Leute, die das ganz gut machen. Und die da so ein bisschen nachwachsen, das ist ja auch richtig so. Also, das heißt, ihr habt rechtzeitig für Nachwuchs gesorgt, bevor ihr dann auf die Bundesebene gegangen seid. Ja, also das erneuert sich ja auch irgendwie so ein bisschen von selbst. Es kommen junge Leute nach, die mit 15, 16 auch anfangen, Gruppenstunden zu machen und die so nach und nach dann in die Verantwortung reinwachsen. So haben wir es ja auch gemacht. Und dann die Ortsgruppenleitung übernehmen und... Gib dir mal die Zwiebeln. Ja, danke. So wollte ich nichts mehr sehen mit diesem Messer. Und wenn die dann... Und wenn man dann älter wird, dann... Möchtest du mir beim Salat helfen? Ja, ich komme mal rüber gleich. Nee, so geht das nicht. Irgendwie so ein bisschen aus diesen Dämpfen hier raus. Ja, und so wandert man einfach immer eine Ebene nach oben oder sucht sich neue Aufgaben, wenn der Nachwuchs da ist und... Das heißt, das läuft bei den Pfadfindern etwas mehr automatisch, oder wie kann ich mir das vorstellen? Die Vereine beklagen sich immer, dass es schwer ist, Nachwuchs zu finden. Klar, ihr habt, euer Verein besteht quasi aus Jugendarbeit. Das ist natürlich dann für euch insofern etwas leichter vielleicht wie für die anderen Vereine, aber ich denke trotzdem, dass es schwierig ist, Leute zu begeistern, auch Verantwortung zu übernehmen. Ja. Ja, das stimmt schon. Also ein bisschen schwieriger wird es schon. Also gerade auch, ich sage mal so, verkürzte Schulzeit, Stress im Studium und solche Sachen oder in der Ausbildung. Das merkt man natürlich auch schon. Aber ich glaube, das ist auch ortsabhängig. Also man kann das nicht pauschalisieren. Okay. Aber ihr habt momentan keine Nachwuchssorgen? Also wir haben, glaube ich, eher das Sorgenkind sind, glaube ich, eher, dass wir mehr Leiter bräuchten. Also okay. Kindertechnisch, glaube ich, kriegen wir schon noch mehr, würden wir mehr Gruppen gefüllt kriegen, aber die Leiter fehlen so ein bisschen eher. Jetzt fange ich auch an zu weinen. Ja, ja, du, immerhin, du hast am längsten durchgehalten. Ja, gut ab. Ja, ja, man merkt auch, es sind jetzt auch keine Würfel mehr, sondern eher... Ja, das wird immer grober. Wir reden mal mit der Regie, dass sie das nicht so als Nahaufnahme zeigen und dann ist es nicht mehr so wild. Gut. So, ja, das ist ja auch schick gemacht hier. Ja, das sag ich so. Keine Würfel mehr. Das mal schnell die letzte halbe machst du, oder? Oder? Aber hast du gemerkt, wie schneller bei mir beim Salat war? Ja. Der Salat war eher so meins. Was haben wir denn noch? Lauch. Tomaten muss jemand anders schneiden. Aber Lauch. Ja, ich komme dann gleich für die Tomaten wieder. Wenn mein Salat geschleudert ist und dann. Ach, du hast dann stehe ich wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Gut. Ich nehme mal hier die Schüssel, ne? Hat eigentlich jemand gemerkt, dass ich kurze Zeit aus dieser Assistenzkochstelle mich verabschiedet habe, als es um die Zwiebeln ging? Ist mir aufgefallen, oder? Nein, nein. Jetzt versuche ich hier noch die letzten Zwiebeln irgendwie mundgerecht zu kriegen. Also mehr Zwiebeln hätten es auch nicht sein dürfen. Ihr müsst mir jetzt mal helfen. Ich habe hier so viel Informationen über die Pfadfinder. Ja. Speedo, wir fangen mal bei dir an. Du hast auch schon, ich glaube, so ziemlich alles gemacht, oder? Gruppenleiter, Materialwart, Kassenwart. Und das war alles in Gau Neubegrund, genau. Also Straße. So sieht's aus. Gau Neubegrund ist genau hier. Das heißt zwischen Bad Dürkheim und Neustadt bis Haßloch. Das ist so ein Dreieck. Ellerstadt ist noch mit drin, Deidesheim, Wachenheim, genau. Und da war ich, habe ich quasi als Gruppenleiter angefangen in Wachenheim und habe dann die Regionalebene gemacht, also dann diesen Gau Neubegrund geleitet und habe da auch die Altersstufe 16+ gemacht. Ist auch ein bisschen so mein Steckenpferd, muss ich sagen. Also eher die etwas Älteren. Und ja, genau. Und dann hat mir das aber so gut gefallen, dass Jule mich irgendwann eins höher mitgenommen hat oder gemeint hat, da wird sich was Neues zusammensuchen. Ob ich nicht Lust hätte, die 16+ler quasi auf Landesebene, also Rheinland-Pfalz sah, zu leiten, und dann habe ich das gemacht. Und so rutscht man eins nach oben und sucht sich neue, wie Jule schon sagt, neue Herausforderungen oder, ja, oder es kommen halt auch andere nach von unten und dann macht man Platz für die, sodass es am Ende, ja, jeder seine Chance hat. So. Unsere Regie hat sich wieder nicht getraut, die Durchsage zu machen. Die hätten jetzt gerne die Dunsttaube etwas leiser. Und deshalb drehe ich die jetzt um. Ich kriege hier immer so ein Schild hingehalten. Vielleicht habt ihr das gesehen. Nee. Ich sage immer, ich soll das noch einfach reinrufen. Dafür haben wir die Funktion und der Zuschauer verzeiht uns das bestimmt. Ja. Weil es ist ja für den Zuschauer. Aber naja, ich habe wieder ein Schild gekriegt. Ja. Ich muss es ja erklären, weil sonst wundern sich die Zuschauer, wo hat er jetzt so schräg hingeguckt und warum macht er plötzlich die Dunstabzugshaube aus. Mhm. Aber es ist irgendwie gleich angenehmer. Ich verstehe euch jetzt viel besser. Ja, also. Ich mache schon mal die Tomaten. Ja. Jetzt kriege ich hier so. Ich nehme sie ab. Ja. Hier, der Mülleimer ist direkt unter der Spüle. Ich mache dir mal Platz hier. Jawohl. Jan Jule, wie war das bei dir? Wie war der Weg bei deiner Pfadfinderkarriere, wenn ich das so sagen darf? Ja, fing ähnlich an. Also ich habe irgendwann mal angefangen, bei uns im Ort quasi die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Ja, habe ich doch gewusst. Ne? Da war doch was. Genau. Hab doch was gelesen. Ja, und war auch Gruppenleiter gewesen, habe dann die Ortsgruppenleitung übernommen und ja, habe dann aber die Gau-Bezirks- oder Regionsebene sozusagen übersprungen und bin direkt auf Landesebene und habe da auch dann erst mit der Landeszeitung angefangen, die zu machen, und später in der Landesleitung dann, und irgendwann ja, bin ich auch der Vorstand quasi. Und wie funktioniert das? Wird man dann angesprochen, wenn man so eine Ebene überspringt? Ich meine, hat man da so Kontakte auch über die verschiedenen Ebenen hinweg? Ja, klar. Ja, das ist mal eine Schlüssel, ne? Okay. Wie viel Salat wolltest du machen? Wir hatten das letzte Mal das Problem, dass die Schüssel zu klein war, und jetzt haben wir eine große Schüssel. Okay, dann. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit, und das ist ja quasi nur, dass der Salat hier sich noch wohl fühlt. Damit es gut aussieht. Genau. Ja, ja, also es gibt was gefragt und dann. Genau, es gibt ja auf den unterschiedlichen Ebenen auch verschiedene Aktionen und da lernt man die Leute natürlich auch kennen und so ergeben sich Kontakte und ja, irgendwann wird man dann mal gefragt, ob man Lust darauf hätte. Man kann sich natürlich auch selbst melden und das hat gepasst und von daher hat das dann erst diejenige mit mir zusammen gemacht, die das vorher gemacht hat, mich so ein bisschen angelernt und irgendwann habe ich es dann alleine gemacht. Genau. Gut, das heißt aber jetzt. Jetzt seid ihr Bundesvorsitzende, das heißt, gibt es jetzt noch Möglichkeiten, in irgendein internationales Komitee noch weiter hochzugehen? Oder? Also jetzt, wir sind ja erst ein Jahr im Amt, okay. Jetzt machen wir erstmal das, aber prinzipiell hört es auf Bundesebene nicht auf. Also das ist eine internationale Bewegung und dementsprechend gibt es sowohl auf Europa- als auch auf Weltebene da noch entsprechende Gremien, wo man sich engagieren kann. Und also auch auf Bundesebene gibt es so viel Möglichkeiten, von daher findet man da, glaube ich, auch immer was. Ich glaube, langweilig wird es einem nicht, wenn man die Augen ein bisschen auf hat. Gibt es immer wieder Aktionen oder wir machen ja auch, was das Jamboree für internationale Sachen ist, gibt es ja auch als Bundeslager, das ist dann nur unser Verband mit 4.000, 5.000 Leuten und ich glaube, das ist auch, also das ist alle 4 Jahre und da findet sich auch immer wieder eine neue Aufgabe oder ein Schwerpunkt, den man machen kann. Also ihr meint, es wird nicht langweilig? Nö. Nö, und man kann sich vor allem immer wieder neue Aufgaben stellen oder in andere Bereiche kommen, dann sieht man auch was anderes mal, was man in seinem normalen Leben vielleicht nicht macht, oder? Ja, klar. Den Schmand brauchen wir erst ganz zum Schluss, oder? Ja, genau. Den kann man eigentlich jetzt noch in den Kühlschrank stellen. Ja. Es ist ja warm. Also müssen die Tomaten noch irgendwie... Dann gucke ich mal, wo mein großes Messer ist. Ja, in meiner Nähe. Irgendwie klein machen, also irgendwie vierteln. Das wird nachher beim Kochen. Irgendwie vierteln? Ja, also irgendwie nach. Sind das Viertel, was er da macht? Achtel. Ja, oder weniger. Schnipsel. Schnipsel. Mundgerechte Stückchen. Ja, und das ist, ihr habt gesagt, das ist so ein echtes Pfadfinder-taugliches Rezept. Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ja eine riesen Logistik, die da hinter so einem... Wie nennt man das? Großencamp? Bundeslager oder Weltpfadfinder? Das war das Wort, was mir gefehlt hat. Also man muss ja dazu sagen, also vielleicht als Vorbemerkung, so als Ortsgruppe fährt man auch oft als Ortsgruppe einfach weg und dann ist es natürlich ein bisschen kleiner, ne? Aber auch jetzt das Rezept stammt zum Beispiel aus dem Kochbuch von unserem letzten Bundeslager. Also ein Lager, wo sich aus ganz Deutschland Pfadfinder treffen, so mit 4.000 Teilnehmern in etwa. Und ja, da muss das natürlich irgendwie was Praktisches sein, was machbar ist. Und gekocht wird entweder auf Gas oder auf Feuer. Und da muss das halt funktionieren. Und ja, das konnten wir jetzt leider hier nicht so einfach realisieren. Grundsätzlich sind wir ja für alles offen. Wir wollen mit Sicherheit im Laufe des Sommers irgendwann auch noch eine Grill-Spezialsendung machen. Okay. Das ist so eine Idee und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann nochmal zu einem, ja, an einer anderen Location, wo wir irgendwie die Möglichkeit haben, das Ganze draußen zu machen. Ja. Also grundsätzlich sind wir ja da für alle Ideen offen. Hier in Hambach gibt es ja auch einen Zeltplatz von Pfadfindern, von daher. In Hambach gibt es einen Zeltplatz von den Pfadfindern. Okay, ja. Und wir haben wieder etwas dazugelernt. Ich glaube, viele unserer Zuschauer wissen auch das noch nicht. Also wo relativ ist der? Groß. Ja, wo ist der? Das war gefährlich. Ja, ich habe schon gemerkt. Das war gefährlich. Das ist mutig. Oben Richtung Hambacher Schloss ist das, ne? Okay. Ja, also zum Fuße des Schlosses ungefähr. Und ja, auch relativ groß. Und Hambach hat ja auch einen großen Stamm. Und die müssen auch halt irgendwo ihre Lager machen können. Deswegen gibt es meistens immer einen eigenen Stammesplatz oder so. Und ja. Und der ist aber dann nicht öffentlich. Das ist dann reines... Genau, in der Regel ist der nicht öffentlich oder man kann ihn mieten für irgendwelche Veranstaltungen oder sowas oder andere Gruppen natürlich gerne. Aber in der Regel ist der dann irgendwie schon gesichert, weil da natürlich Pfadfinder eigene Sachen drauf sind. Okay. Ja, ist ja echt spannend, was da für eine Logistik dahinter steht, hinter all dem und wie das organisiert ist. Ich denke, es gibt einige Vereine, die wären froh, sie hätten so eine funktionierende Struktur. Ja, aber dafür machen wir auch einiges. Also wir versuchen immer, unsere Leute gut zu schulen und ihnen viel mit auf den Weg zu geben, wenn irgendwie Probleme sind oder sowas. Und ja, versuchen ihnen da entgegenzukommen, wo es halt irgendwie hakt oder damit es eben nicht hakt, besser gesagt. Ja. So, müssen wir noch was schneiden? Ich überlege gerade. Da ist nichts mehr da. Fast. Gut, dann können wir gleich... Hackfleisch habe ich dann schon mal durch den Wolf drehen lassen bei der Metzgerei. Sehr gut. Ich hoffe, das war in Ordnung. Jawohl. Können wir jetzt gleich damit loslegen. Dann tun die Tomaten auch noch drüben, dann haben wir alles auf einer Seite. Den Topf habe ich da schon bereitgestellt. Das Öl findest du in dem Schrank direkt über den wunderschönen Ausstellungsblumen. Ja, genau. Aha, ja. Sonnenblumenöl oder Pflanzenöl? Ich weiß überhaupt nicht, was an diesen wunderschönen Blumen hier zu lustig ist. Musst du erstmal anmachen. Ach so, okay, das war jetzt gemein. Ja, ja. Intuitive Bedienung. Perfekt. Und jetzt noch den Topf genau in die Mitte. Quasi so und dann. So nett. So. Jawohl, geschossen. Okay, bei den Pfadfindern wird noch mit viel Öl gekocht. Viel hilft viel. Soll ja auch Kraft spenden alles, ne? Ja. Nach so einer. So, Zwiebeln war das erste, ne? Genau, Zwiebeln und Knoblauch, das tun wir so ein bisschen anschwitzen und dann bräuchten wir schon genau. Das Fleisch. Ja, sozusagen. Ich bin quasi unterwegs. Sehr gut. Ja, vielleicht an der Stelle, ich nutze jetzt die Gelegenheit für einen kleinen Aufruf. Sie wissen es vielleicht, diese Sendung lebt davon, dass wir komplett mit ehrenamtlichen Kräften dieses Projekt hier stemmen. Das ganze Team macht das alles unentgeltlich, also so ähnlich wie bei euch. Und wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir durch Förderer unterstützt werden. Oh, jetzt habe ich mit dem Hackfleisch noch den Herd ausgeschaltet, aber du kannst es ja. Wir sind darauf angewiesen, dass dieses Projekt unterstützt wird. Wir sind immer auf der Suche nach Förderern, die uns Lebensmittelspenden zukommen lassen, um diese Sendung hier zu finanzieren. Wir stellen auch gerne einen Wein vor. Es gibt in jeder Sendung einen Wein. Wir könnten uns vorstellen, dass ein Winzer hierher kommt, einen Wein zu dem jeweiligen Gericht, das steht ja vorher fest, mitbringt, den empfiehlt und wir würden sie natürlich hier dann auch entsprechend benennen, so wie wir das auch mit dem Küchenstudio hier tun, mit der Küchenwelt in Neustadt, die uns hier auch unentgeltlich dieses Studio zur Verfügung stellen, wofür wir uns immer ganz herzlich bedanken. Ja. Wenn du soweit bist, Jule, dann kannst du hier... Ja, kannst du hier. Ja. Das geht bestimmt gut. Kann man auch noch nachträglich. Ich mal hier. Das müssen ja jetzt alle Knoblauchzehen reinmachen. Wie sind das denn? Nö, ne? Schon reichlich, ne? Ich denke, wir übertreiben das mal nicht, sonst glaub, haben alle Durchstellen. Ja, ich glaube auch. Wir machen mal hier ein bisschen Boost. Right. Gut. Kann ich das Wasser schon abschütten? Mhm. Ja, klar. Okay. Ja, der Vorteil, wenn man hier im Küchenstudio als Live-Gast dabei ist, ist natürlich, dass man auch mitkriegt, wie lecker das Ganze riecht. Das machen wir den Leuten zu Hause am Fernseher mal wieder die Nase lang. Vielleicht okay. An der Stelle nochmal unsere Adresse www.facebook.de/Kochsendung. Gut, lassen wir das ein bisschen andünsten. Und wenn das ein bisschen glasiger wird, dann können wir das Fleisch reinmachen. Haben wir irgendwas im Vorgespräch angesprochen, was ich noch nicht erzählt habe? Ah, die Projektgruppe Afrika. Die Projektgruppe Afrika. Jetzt hier ist es die Schwarze. Ja. Erzähl uns was über Afrika. Ja, Afrika ist toll. Toller Kontinent. So du machst gerne Fotos und das machst du gerne in Afrika. Ich genau, am liebsten. So war's. Genau, ja. Also Afrika ist so ein bisschen meine Leidenschaft. Ich war nach der Schule in Namibia und da hat mich das Afrika-Fieber gepackt. Hier kommen so Andeutungen für die Dunsthaube an, Dunsthaube aus, weil die Augen so tränen langsam. Genau. Ja, in Namibia. Genau. Und jetzt danach immer wieder hingezogen. Also ich hatte auch im Studium einen Schwerpunkt auf Afrika gehabt. Und jetzt ist der Herd schon wieder aus, oder nicht? Ja. Genau, und auch bei den Pfadfindern gibt es eine Gruppe, die eine Partnerschaft mit einem afrikanischen Land aufbaut, Simbabwe. In dem Fall und das ist natürlich auch ganz spannend. Das ist so ein bisschen am am Laufen jetzt. Wir hatten 2010 auch eine Fahrt gehabt durch Ostafrika mit Älteren, also Älteren. So. Die hast du mitorganisiert? Genau, Anfang 20-Jährigen, und das war schon ein tolles Erlebnis. Ja, das glaube ich. So, Jule, du könntest jetzt mal neben dich greifen. Ach, gleich? Ja. Wollt ihr eigentlich was trinken? Und Wasser, wäre super, ja. Ich bin mal wieder ein schlechter Gastgeber. Vor lauter Kochen habe ich hier ganz die Verpflegung vergessen. Haben wir eigentlich schon erzählt, was du studierst? Oder studiert hast? Du bist fertig, ne? Genau, ja. Ich habe in Mainz Ethnologie, Politik und Rechtswissenschaften studiert. So, und jetzt erklärst du unseren Zuschauern Ethnologie, weil wir haben das nämlich gegoogelt gestern. Ja. Das ist quasi so... Das Video stellst du hier rüber. Ja. Völkerkunde kann man es quasi übersetzen, einfach übersetzen. Okay. Also, ja, ich halt quasi mit dem Schwerpunkt Afrika. Man setzt sich mit allen möglichen Sachen auseinander, mit der Gesellschaft, mit... der Kultur, mit Literatur, mit Film und Fernsehen. Ja, irgendwie will er das so ein bisschen beim Kreuz. Ah, okay. Ja, also sehr vielfältig. Und was machst du jetzt? Also wo kann man das einsetzen, das Wissen, das man sich da aneignet? Also ich bin jetzt, ich habe den journalistischen Weg danach eigentlich gemacht und bin jetzt, habe noch ein Volontariat dran gehängt. Und bin jetzt in der Online-Redaktion, als Redakteurin. Also klassisches Online-Format? Genau, Webseite, ab und zu mal ein Video, Fotos. Ja, also das klassische Ding, wie sich die Medien mittlerweile vermischen? Ja, genau, vermischen, ja. Großmedial. Ja, also, genau. Das war das Stichwort. Genau. Und was machst du, Speedo? Ich mache was ganz anderes, aber ich würde mal an Jule jetzt abgeben hier. Dann kannst du mal von der Seite noch mal ein bisschen... Ich habe nach dem Zivi und durch die Pfadfinderei wollte ich schon immer was mit Menschen machen und habe einen Zivildienst in einer Kinderklinik gemacht und habe da Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger gelernt. Das mache ich auch aktuell noch, bin jetzt in der Anästhesieabteilung in der Klinik zuständig für Kindernarkosen und mache sowas in der Richtung und mache nebenher eine Ausbildung zum Osteopathen, die noch 3 Jahre geht, und dann würde ich mich wahrscheinlich eher selbstständig machen und dann mit der Klinik aufhören. Ja, so ist das Ziel. Ja, das ist ja sicher stressig, ne? So in der Klinik bei dem ewigen Preiskampf und dem personellen... Ja, also was mir besonders eher schwerer fällt, sind viele Wochenenden, es sind viele Übernacht-Sachen, wo ich in der Klinik bin und bei 6, 7 Nächten nur für die Klinik, und dann sind die Pfadfinder noch, die auch Wochenenden mal hin und wieder verlangen, und dann ist es schon oft unterwegs, und deswegen glaube ich irgendwann so, wenn es in 3 Jahren rum ist, ist glaube ich ganz gut, wenn keine Wochenenden mehr erstmal da sind. Ja. Genau. Ja, Jule, ich stelle dir schon mal die Gewürze raus. Ja. Das haben wir vorhin auch gar nicht erwähnt. Also wir brauchen Pfeffer, wir brauchen Salz. Nein, es ist nicht Zucker, es ist Salz. Wir brauchen Gemüsebrühe. Oh ja. Und Paprika brauchen wir. Genau. Süß oder scharf? Ja, man kann ja mal beides so in die Ecke stellen. Also was man schon machen kann, ist die Gemüsebrühe vorher aufsetzen. Oder mit einem Wasserkocher heißes Wasser reinkippen. Ja. Aber das geht ja ruckzuck mit dem Herd. Wenn du einen Topf hast. Der ist genau vor dir in der oberen Schublade. Ah, ja. Da findest du alle Größen. Vielleicht den auf der rechten Seite oder den da hinten mit dem schönen Glasdeckel. Ja, den nehmen wir doch hier. So viel brauchen wir eh nicht, so viel Flüssigkeit. Dann nehmen wir schon mal ein bisschen Wasser. Ich habe hier auch noch so einen Würfel. Nehmen wir so einen noch dazu. Und ich glaube, es ist noch viel drin. Das läuft da weg. Ach so, ja. So nachlaufen. Ja, ja. Lauft ihr hinterher. So, dann machen wir hier mal. Bitte schön. Jawohl. Und jetzt will ich auch noch einen eigenen Kochlöffel, nehme ich an, ne? Oh ja, das ist natürlich von Vorteil. Tja, dann macht ihr jetzt mal Kochlöffel-Sharing. Das passt. Nimm doch hier so einen Suppenlöffel. Ja, das geht auch, genau. Brauchen nur ein bisschen was um. Sie ist schuld. Wir haben auch schon ohne Schneebesen gearbeitet hier. Aber das lag nur daran, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ach, bei der Vanillesoße oder Weinsoße, ne? Das haben wir, glaube ich, sogar gesehen. Ihr habt mal das ja ein bisschen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Viele Gäste kommen hierher und haben keine Ahnung. Wir hatten schon Spitz und Stumpf da. Ja. Die wussten gar nicht, dass wir hier kochen. Aber Gott sei Dank war die. In der Kochshow. Ja, Gott sei Dank. Ja, sie wollten Tütensuppe, also Dutesuppe kochen. Und zum Glück hatten wir dann die Judith bei den Zuschauern dabei sitzen. Die macht bei denen die im Labsaal, im Theater, macht die, das Bistro, die Küche. Mhm. Und die hat dann die Situation gerettet und hat mit den Zutaten, die ich zufällig vorher eingekauft habe, dann eine Gemüsesuppe gezaubert. Gut. Ja, was wir noch gar nicht gemacht haben, wir haben noch gar nicht die Internetseite von den Pfadfindern benannt. Das sollten wir jetzt mal machen. Genau, also wir können ja mal ein bisschen Werbung für euch machen. Gerne. Also wir kommen ja aus dem Verband christlicher Pfadfinder und dementsprechend ist die Homepage www.vcp, also für die Abkürzung, de. Also ganz einfach zu merken eigentlich. Genau, und wer jetzt Lust bekommen hat, selbst Pfadfinder zu werden oder sich das mal anzuschauen oder sein Kind dahin zu schicken. Ja, ja. Genau. Da gibt es auch die Möglichkeit, nach seinem Ort zu suchen und dann zu gucken, in welchem Ort gibt es denn in der Nähe Pfadfinderarbeit. Und dann vielleicht findet man ja was. Ist gut. Ja, wir haben auch eine Liste mit den Landesbüros. Wir haben das ja so ein bisschen unterteilt. Und da kann man zur Not auch gerne anrufen und nachfragen, wie es denn aussieht, ob man irgendwelche Kontakte kriegen kann oder sowas. Das ist, genau, da freuen wir uns drüber. Also ruhig melden. Sehr schön. Du hast es gesagt, wir sind ja vom Verband der christlichen Pfadfinder. Ja. Ich habe das vorhin selbst echt gelernt, aber wir sollten das auch den Zuschauern erklären. Es gibt nämlich mehrere Verbände. Genau, es gibt mehrere Verbände. In Deutschland ist es so, dass es 4 anerkannte Verbände gibt. Und anerkannt heißt, es gibt ein Weltdach. Das ist einmal das männliche, Bosom heißen die, und einmal Rexen, die Abkürzung für das weibliche Dach. Und da sind 4 Verbände in Deutschland quasi anerkannt drin. Das ist einmal der VCP, das sind wir. Dann ist es die PSG, das ist die Pfadfinderinnenschaft St. Georg. Und am Namen ist es eher weiblich betont. Dann gibt es noch die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg. Das sind die katholischen, also vom Grundstock her, also von der katholischen Kirche kommend. Die sind eher gemischt. Und dann gibt es noch eine BDP, Bund der Pfadfinder, genau, und uns, 4 Stück. Und gibt es auch einen eher männlich geprägten? Also aus der Geschichte ist es so, dass die DPSG eher der männliche katholische Verband war und die PSG eher der weibliche Verband. Aber heutzutage ist es alles eher gemischt und man guckt, wo halt vor Ort was frei ist und dann ist es meistens kein Problem. Ihr arbeitet trotzdem alle zusammen. Wenn es dann um Landesebene geht, sind dann schon die Verbände gemischt oder passiert es erst im Internationalen? Also auch auf der Ortsebene teilweise. Also wir haben eine große Aktion beispielsweise im Jahr, das Friedenslicht, das hat vielleicht der eine oder andere schon mal mitbekommen. Ja. Das ist rund um Weihnachten, wo so ein Friedenslicht sozusagen weiterverteilt wird und das ist so eine typische Aktion von allen 4 Verbänden. Okay. Genau, auf Deutschland-Ebene oder auf Bundesebene sind wir als Ring zusammengeschlossen und versuchen da auch irgendwie, ich sag mal, außenpolitisch, wenn irgendwelche Sachen sind oder es irgendwie ein Statement zu geben sind, dann treten wir da gemeinsam auf. Oder sind auch gemeinsam im Bundesjugendring vertreten. Genau, zum Beispiel. So, das hier wird so langsam gut. Ja, wir können da gleich auch mal rüber. Ja. Soll ja nur so ein bisschen... Erstmal noch die Kartoffeln zum Andünsten so ein bisschen, ne? Genau, dann schüttet ihr mal rein, dann kann das hier noch ein bisschen... Ich nehme dir direkt das Geschirr ab. Dann mache ich aber noch ein bisschen an hier. Dann stehe ich nämlich so unnötig in der zweiten Reihe. So. Das ist ja reichlich. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Aber wir haben ja extra den großen Topf organisiert. Das ist auch eine gute Entscheidung gewesen. Brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Wasser, also Brühe. Ja, da können wir nochmal nachmachen. Können wir nochmal nachkippen. Machen wir ein bisschen Dampf hier, das ist ja schon nettes Spielzeug hier mit dem Herd. Ja. Ja, das ist natürlich heutzutage mit den Induktionsherden, das drückt man einmal auf Boost und dann hat man auch Boost. Ja. Wir können es ruhig wieder runtertrinken, dass es so sehr Angst. Ich merke schon. Ja. Ich glaube, ich kümmere mich in der Zeit schon mal um unser Salatdressing. Oh ja. Das ist gut. Darf ich das überhaupt? Ja, das ist auch nicht jetzt unser Schwerpunkt. So ein bisschen. Ich mache das so klassisch mit Salz, Pfeffer, Öl, ein bisschen Senf. Und dann gucke ich mal, ob es mir schmeckt. Und, ja, dann wird es schon passen. So. Ich denke, das reicht schon. Bestimmt. Dass sie warm sind. Ja, kochen muss es ja gleich nochmal sowieso. Dann tun wir, aber wir brauchen ja mindestens sowieso das hier. Dann kippen wir doch einmal alles rein. Du brauchst auf jeden Fall mehr. Ja, dann kann ich ja noch eine zweite Fuhre machen. So, dann machen wir hier nämlich mal... es geht. Schon voll. Aber eine kleine würde ich schon noch machen. Dann mache ich mal noch den Lauch dazu. Ich mache noch einen kleinen. Da ist ja der Senf. So, dann haben wir nämlich noch ein bisschen was in der Hinterhand, wenn wir es brauchen. Ein bisschen Zucker darf natürlich auch nicht fehlen. Es lacht wieder jemand aus dem Publikum hier. Sehr lustig. Zucker hat er vergessen. Hahaha. Gut, dann lassen wir das mal durchziehen. Jetzt müssen wir eigentlich nur warten. Und die Tomaten später? Ja, die machen wir später, dann haben die noch ein bisschen, dann sind die so weich. Macht ja nichts, das soll ja ruhig durchkochen. Klappt das hier? Ja, ja, ja. Wir schalten den Ofen runter. Und ihr seid euch auch nicht so mit dem... Ja, der eine macht hoch, der eine runter und dann... Am Ende ist es heiß, das ist ja dann... Ja, das ist, man ist es ja gar nicht gewohnt, dass es direkt heiß ist, weil mit Feuer dauert es ja manchmal schon ein bisschen länger. Ja. Aber das kriegen wir schon hin. Die Zubereitungszeit, die ihr geschätzt hattet, war das auf dem Feuer, oder? Auch aus dem Kochtopf, so eine Mischung aus Feuer und Gas. Okay. Kommt ja immer darauf an, wie viel Glut man hat, also wie sehr der Stamm sich schon vorbereitet hat auf das Ganze. Oder ob er einfach Holz nimmt und es noch relativ... Wie sehr der Stamm sich schon vorbereitet hat. Du willst mir also jetzt sagen, dass es Pfadfinder gibt, die... Doch, nein, nein. Es gibt, aber es kann ja oft sein. Ich dachte immer bei den Pfadfindern, da ist das die erste Disziplin, die man lernt, Feuer machen. Damit richtig Feuer machen. Ja, aber gehört schon mit dazu. Es kommt ja auch immer darauf an, was ob die jetzt vom Laufen gekommen sind und schnell abends was Warmes machen wollen oder ja, ob sie schon auf dem Platz sind und die Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten. Sollen wir den Rest noch reinmachen? Und dann haben wir noch, das soll ja schon irgendwie... Meinst du? Ja, gut. Das schadet ja nichts. Das machen wir noch rein und dann haben wir genug Flüssigkeit. Da kocht ja auch ein bisschen was. So, ich denke, jetzt können wir das Ganze mal probieren. Mhm. Ich bin gespannt. Wie skeptisch er. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr seid da. Jetzt mal was anderes gesagt. Danke. Feine Pfeffernote. Ja. Ja, ist wunderbar. Gut. So, dann können wir eigentlich auch würzen. Mhm. Sollen wir nicht erstmal probieren, ob die Kartoffeln schon weich sind? Ja. So, findest du alles an Löffel hier. Nehmen wir noch ein paar mehr Gewürz, ne? So. Und? Jetzt habe ich noch eine wichtige Frage. Bevor wir jetzt hier wieder Mitte in das Kartoffelgeschehen einsteigen, ja, ich habe noch eine Frage zu dem Klischee. Ist das eigentlich wirklich so, dass die Pfadfinder geknebelt werden, wenn sie nachts das Feuer ausgehen lassen? War das jemals so? Nee. Ich habe das gehört, Also ich kenne das nicht, nee. Also es gibt zwar manchmal irgendwie so Nachtwachen, die sich dann drum kümmern, nachts auf dem Platz ein bisschen aufpassen oder sowas, okay, aber nee. Also die sorgen schon selbst dafür, dass das Feuer nicht ausgeht, weil es dann manchmal kalt wird, aber ja, dass man geknebelt wird, habe ich jetzt noch nicht. Weil es die anderen gar nicht mitkriegen, ne? Weil ja, die schlafen ja und dann... Ja, ja, die Wahrheit ist, dass die, die es ausgehen lassen, schnell genug wieder das Feuer anmachen. Ja. Wenn es nämlich kalt wird und die wachen auf. Ja. Genau. Ich hab's verstanden. So, Tomaten müssen noch rein. Oder erst. Die machen wir als erst rein, dann können die nämlich ein bisschen. Ich spritze jetzt bestimmt. Nee, ich mach das natürlich ganz ohne Spritzen. Komm, wir gehen mal ein Stück weg. So. Können wir die einmal unterjubeln. So ein bisschen. Und dann, sobald es mal wieder weiter kocht, müssen wir gut salzen, weil jetzt reichlich Zeug drin ist. Doch ein bisschen viel früher vielleicht gewesen, ne? Nein. Ah, okay. Das kann man so nicht sagen. Und wenn, dann würden wir es vor der laufenden Kamera sowieso nicht zugeben. Da ich nochmal Brühe nachgegossen habe, kann das gar nicht sein, dass es irgendwie... So. Wir machen ja sowieso keine Fehler, nie, niemals. Nein, nie. So, möchte einer von euch das schon mal zurückgehen? Dann würde ich schon mal ein paar Sachen in die Spülmaschine räumen hier. Wunderbar, wir fangen mal an. Mit Innenlicht. Schick. Ja, es rentiert sich echt, in so ein Küchenstudio zu gehen und sich mal anzugucken, was es denn alles so gibt mittlerweile. Spülmaschinen mit Licht, Backofen mit Kombidämpferfunktion wie beim Profi. Also es gibt da schon tolle Sachen mittlerweile. Ich mache mal hier so ein bisschen Senf rein, ne? Ja. So? Ja. Jetzt auch ein Tick runter. So, kann ich jetzt nicht. Ja, das habe ich mal dazu gestellt. Ich habe gedacht. Ja, ja, wir machen hier mal. Kunde allerlei. wir auch so ein bisschen Schmackes haben. Das müssen wir eh nochmal gegenprobieren gleich. Eine Menge wahrscheinlich. Glatt streichen. Das testen wir doch mal an. Wenn ihr noch irgendwas braucht, müsst ihr Bescheid sagen. Ja, man schmeckt es doch nicht so richtig. Du kannst ja mal einarbeiten. Einarbeiten. Jetzt rumrühren. Das klingt ja fast, als würdest du eingearbeitet werden gerade. Ja. So die klassische 4-Stufen-Methode vormachen, nachmachen. Genau. Ihr kennt es ja. Passt ja zum Learning by Doing, was es bei den Pfadfindern gibt. Genau, so arbeiten wir eigentlich ja auch. Ja, ist doch gut. Ich glaube, unten ist ein bisschen... Nein. Ja, das langt, glaube ich. Das soll ja schon noch, noch was schmecken. Ja. Lass mal kurz. Testen wir mal. Jetzt gehen wir nochmal durch. Unser Essen ist soweit fertig, glaube ich. Salat ist auch so gut wie fertig. Dann sind wir eigentlich durch. Wir haben sogar ein bisschen klar Schiff gemacht. Theoretisch müssen wir jetzt nur noch mal eine Tomate probieren, ob die auch schon weich sind, und dann können wir eigentlich loslegen. Okay. Wenn die Kartoffeln durch sind, ja. Ja, das machen wir jetzt mit dem letzten finalen Test hier. Mhm. Ja, trau dich. Also. Kannst du dann einfach so... Ja, die sind plötzlich da. Da trauen sich die Leute immer nicht in die Studiofläche zu laufen. So, noch eine Kartoffel und dann sind wir eigentlich durch. Und vielleicht noch 30 Sekunden durchziehen. Und okay. Ist gut. Dann nutzen wir doch die 30 Sekunden sinnvoll. Dann trinken wir auf unserer Sendung. Zum Wohl. Auf dich. Zum Wohl. Und auf die Pfadfinder. Dankeschön. Dann würde ich uns schon mal die Teller hier. Falsche Schublade, ich muss hier rüber. Entschuldigung. Ah. Eine flache, das wäre etwas schwierig. Ja. Stell mal hierher. Zum Aurichte gehen wir hier hoch, dass die Zuschauer das auch ein bisschen sehen. Mhm. Den Schwand brauchen wir noch. Ich glaube, das ist ein Schwand. Den Schwand kann ich ja mal in eine kleine Schüssel oder sowas? Oder? Denkst du, ich kann den Salat schon anmachen? Ja, oder? Klar. Nee. Gut, also dann würde ich das eigentlich jetzt sind wir hier oben fertig machen. Mit dem Essen. Wir können nochmal rumrühren, aber eigentlich... Und das Schöne ist, wenn man eine Schüssel hat, die groß genug ist, dann fällt auch nichts daneben. So. Sollen wir schon mal einen Teller füllen? Das würde ich vorschlagen. Ich halte das einfach so rüber. Ja, wunderbar. Und die Kamera zeigt es einfach in groß. Ja, jetzt mal kann ich kleckern. Ja, deshalb komme ich ein Stück näher. Das heißt ja nicht, dass ich nicht kleckere. Du meinst, du kriegst es trotzdem hin. Ja, das ist so ein... So, Mann. Dankeschön. So. Ja, doch gekleckert. Ja, dafür habe ich jetzt das Tuch. Gut. Okay, ich denke, die Kamera hat das Bild schon eingefangen. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum Essen. Wunderbar. Jule, ich nehme deinen Teller mit. Mhm. Soll ich den Salat dann nehmen? Genau. Ja, dann nehme ich perfekt. Den anderen Teil. So. schon mal ein bisschen Salat verteilen. Genau. Dann nehmen wir doch die Jule in unsere Mitte, oder? Ja, dann würde ich in der Zeit schon mal den Wein eingießen. Wir haben heute einen Spätburgunder Rotwein, einen 2011er vom Weinland Königsbach. Okay. Ich habe gedacht, so ein Rotwein passt gut zu unserem Eintopf. Und weil es Sommer ist, nicht so einen ganz schweren. Passt, kannst du es machen. Dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ja, danke, gleichfalls. Also hier ist auch noch Schmand, ne? Ja, ich glaube, davon würde ich was nehmen. Also ihr habt es auf jeden Fall sehr gut gewürzt, das finde ich schon mal gut. Nicht so richtig. Ja, das Problem hatte ich auch schon. Muss man einfach ein bisschen mehr nehmen. So. Schmeckt echt super. Klasse. Wenn wir uns jetzt noch das Lagerfeuer vorstellen, das wir hier leider nicht auf die Schnelle realisieren konnten. Geht das schon, ne? Wer hat denn diese riesigen Salatblätter gemacht? Ja, ich freue mich total, dass ihr da wart. Ich fand es echt super. War eine tolle Sendung, war sehr interessant. Ich denke, die Zuschauer können da echt was mitnehmen, auch über die Arbeit von den Pfadfindern. Und darauf sollten wir doch einen trinken. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Seid ihr zufrieden mit meiner Weinauswahl? Ja. Ja. Also wie gesagt, wir warten ja noch auf das Weingut, das unsere Sendung unterstützen möchte und uns dann immer was empfiehlt. Ich bin ja eher so der Hobby-Weintrinker. Ihr ja auch, gell? Habe ich so gelesen. Ihr geht gerne auf Weinfeste. Nee, wir warten ja noch auf den Winzer, der hier praktisch das Projekt unterstützt und uns dann immer die passende Weinempfehlung liefert. Momentan muss ich die Auswahl immer treffen und insofern hoffe ich, ihr seid mit meiner Auswahl zufrieden. Denn ich bin mit eurer Rezeptauswahl auf jeden Fall zufrieden. Dankeschön. Ja, ich denke, dann verabschieden wir uns jetzt von unseren Zuschauern, dass wir in Ruhe essen können. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie haben Lust, das Rezept nachzukochen. Und dabei wünschen wir Ihnen jetzt schon viel Spaß. Und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Küchengeflüster. Schauen Sie auf unserer Facebook-Seite vorbei, dort stehen die Termine. Kommen Sie zu uns ins Studio. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.